So, hallo und herzlich willkommen zu Haven. Haven oder wie auch immer. Wir sind beim letzten Mal hier auf der Insel stehen geblieben. Und nach einem ewigen, wirklich ewigen Hin und Her habe ich das Spiel jetzt wieder halbwegs zum Laufen gekriegt. Es läuft immer noch nicht ganz ruckelfrei. Das Witzige ist, jetzt nichts komischerweise am Spiel. Mitunter. Es hat einige kleine Performance-Probleme. Ich musste jetzt die Grafik auf Mittel runterschrauben. Weiter runter geht's halt nicht, weil sonst sieht's blöde aus. Ich versuche nicht ganz so viel zu driften. Und hoffe, dass das alles irgendwie hinhaut. Also die Frame-Abbrüche sind nicht mehr ganz so schlimm. Ich liege jetzt bei maximal 7% der Bedienungsverzögerung durch die Frames. Also Frames durch Verzögerung. Vorher lag ich bei 40 bis 50. Das ist also schon ein enormer Fortschritt. Ich könnte es auch nochmal versuchen, die FPS runterzuschrauben. Moment, das brauche ich kurz. So, mal gucken, wie es jetzt mit 30 FPS ist. Statt mit 60. Ich hoffe, dass es immer noch halbwegs gut aussieht. Und, oder dass es halt halbwegs läuft, halbwegs gut aussieht. Alles halbwegs lautlos ist. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Die Ruckler, die definitiv noch drin sein werden. Bis jetzt läuft es tatsächlich mit 30 FPS. Jetzt läuft es super. Die Ruckler, die drin sind, die sind tatsächlich im Spiel selbst drin. Für die kann ich nichts. Also die drin sind, die sind drin. Kann ich nichts dran ändern. Und ich hoffe. Ich weiß nicht, ob es jetzt verpixelter ist. Wenn ja, dann tut es mir leid. Aber das Spiel lässt sich nicht anders aufnehmen. Ist leider so. Und wenn ich, die Bitrate runterschraube, dann sieht es erst recht grauenvoll aus. Ich habe es bei 6000 drin. Ich hatte es bis 2500, glaube ich, runter. Das konnte man sich nicht mehr angucken. Ich habe auch noch einige andere Sachen dazwischen natürlich noch gehabt. Aber ich hoffe, dass das jetzt soweit klappt, dass er alles hinhaut. Wenn ja, dann freue ich mich. Ich habe eben nochmal reingeguckt. Also ich finde, man kann es immer noch gut gucken. Trotz 30 FPS. Alles in Ordnung. Sorry, I kinda missed my U-turn. Ach. Das war tatsächlich im Spiel selbst drin. Der... Are you alright? Keep that. Now what? Die Ruckler. Auch die Sprachruckler jetzt sind auch selber im Spiel drin. Das hat nichts mehr mit der Aufnahme selber zu tun. Ich will es nur mal kurz klarstellen. Also es liegt tatsächlich jetzt nur noch an. Okay. So leid es mir tut. Wobei, ja gut. Die Aufnahme tut es ja eh übrigens dazu. Das ist halt... Also der PC ist gerade komplett ausgelastet. Das Spiel auch. Trotz, dass ich es runtergestellt habe. Tut mir so mega leid. Ich weiß auch nicht, warum das plötzlich so ist. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt wirklich so halbwegs wieder zum Laufen gekriegt habe. Immer so, dass man es spielen kann, dass man es angucken kann. Ohne da gleich auch Augenkrebs kriegt. Dass ich das einfach rausnehme, aber ich weiß nicht, was das ändern sollte jetzt. Das ändert einfach mal so gar nichts. So, aber ich bin froh, dass das Spiel danach nicht nochmal gespeichert hat, aber das, was wir jetzt hier alles machen, das hatte ich schon. Come on, let's keep going. Ich bin leider nicht mehr blind. Wow. I'm not sure what his toy did to him, but I wouldn't like to be in its place.
Hold on. Isn't that... What? Let's get a closer look. Doesn't sound like a good idea. Okay. Meine Augen brennen schon. Kann man heilen? Okay. It would seem that he's not gonna share his toy. What did I tell you? Maybe if we both attacked at the same time. Wie gesagt, die Rucke, die jetzt hier im Kampf drin sind, die sind leider im Spiel so. So Quatsch. Das war das recht wenig. Target locked. He's too impervious. We should coordinate our attacks. Ready when you are. Scheiße. Das ist, wenn es ruckelt, jetzt gerade nicht so sinnvoll. On your mark. Anytime. Ha! I'm sure he felt that. Tut mir echt leid für die Ruckler. Ready. You want some more? Aber wir tun einfach mal so, als wären die normal. Also wenn ich tatsächlich jetzt nicht aufnehmen würde, dann würde es laufen. Die Aufnahme selber läuft aber jetzt flüssig. Es gibt keine Kodierungsverzögerung mehr. Kann ich nämlich wunderbar beobachten gerade. Ready. Now. Ich frage mich nur, warum das Spiel jetzt halt mittendrin solche Probleme macht. This one's ready. Yep. Oh, naja. Who's next? That was easy. You left this toy behind. That's not a toy. Looks like. A robot? Almost. It's a Draka. Drone for autonomous cartography. Very old tech. The kind we sent out to Beauty before it was integrated to the apiary. Oh. Seems like they pondered integrating Source for a while as well. I wonder why they changed their minds. Could be the fact that this planet is scattered like a puzzle. Probably was a factor. The Draka may hold some answers. You're kidding. No, really. Stuff from that era was built tough. We may be able to boot it back up. Okay. I might have spoken a bit quickly. The flow circuits are completely fried. But look at what I was able to salvage. The anti-grav chips don't seem to be damaged. I should be able to make them compatible with our boots by tweaking the connectors a bit. Whoa. Even better, the mapping module is also working perfectly. Wir haben einen Radar. If I plug that into the glove's power source, it should... Boom! This should be very helpful for finding our way around the bits of land. You never cease to impress me. That's nothing, really. These old machines are plain and simple astronautical engineering. Not like the new stuff with boronic nano components everywhere. So. Ja, wir sind jetzt leider leicht angeschlagen. So, aber wir haben jetzt ein Radar. So, that way we can map out the different bits? Yeah, and with this, we can make our way back to the nest a lot easier. Hey, look! It says there's another bridge in this area. Perfect. That way we can test if your thingy works. So, das Einzige, was ich gleich nochmal versuchen kann... Don't mind if I do. Ist, dass ich das Spiel gleich nochmal neu starten kann. Sobald wir einen Speicherpunkt haben. Dann kann ich gerne das Spiel nochmal neu starten. Vielleicht drucke ich es jetzt auch, weil ich in Steam Overlay reingeswitcht bin. Weil manche Spiele spinnen danach auch rum. Nicht alle, aber manche.
Bei Fiesta Online habe ich das zum Beispiel auch. Da darf ich auch nicht aus dem Spiel rauswipen. Das Schwitzchen, wie man es auch immer nennen mag. Denn sonst sagt das Spiel nur keine Lust. Ich wollte eigentlich auch schon längst im Bett sein. Keep 'em coming. Aber ich muss zumindest für morgen ein paar Zuglade aufnehmen. Oh, come on. Da ich ja heute schon keinen Hochplan habe. Oh, oder aufnehmen so. Konnte. Oh, come on. Also ein bisschen nervt mich das hier auch. Okay. Wie gesagt, jetzt kann ich da. Alles vom Tiki aus. Easy, easy. Kleine Schabe. Bin das Frust ein. Sorry. I'm kind of struck. Hey, are you sure they canceled the colonization? Because we've come across a lot of infrastructure at this point. I'm just telling you what I read in the archives. Could it be that the archives are lying? No, forget about it. That's crazy. Hey. Hier kann ich soweit nichts machen. Lass sie mir ganz kurz hier. Denn ich hatte die Hoffnung, dass sie sich jetzt umarmen oder küssen. Weil dann heilen die sich nämlich. Ah, tun sie gerade nicht. Sie haben gerade keine Lust. Sie kleben die ganze Zeit aneinander, aber jetzt, wo ich ihnen gestatte, sich mal. Jetzt kommen wollen sie nicht. Wow, okay. Damit habe ich gerade weniger gerechnet. Vor allem, weil wir einfach kaum noch Leben haben. Die nehmen wir, glaube ich, gerade hier. Weil sie ist für den großen Bereich. Und gerade geht's sogar wieder, glaube ich. Okay. Ich bin wohl gefreut. Ja. Are you okay? You know, I am starting to get tired of being beat up by every critter that comes around. It's not their fault. It's the rust that's pushing them to act against their will. So, if I understand you correctly, you're telling me that you're siding with the critter that beat up your girlfriend? Can we rewind a bit? Oh no, too late, funny guy. Now you'll have to be twice as sensitive to my needs while I recover from these wounds. Understood. All right. I guess it's time for me to do what I do best. Snuggle? I was more thinking about gathering strange plants with medicinal properties. We already have some medic kits. Oh yeah, we do. Then I guess we just need to find a place to lay low and care for your injuries. Ja, wäre schön, wenn wir so einen Ort finden würden. Beziehungsweise so lange würde es gar nicht mehr dauern. Die letzten. Ja? Soll ich eigentlich nochmal umarmen? Wir wollen gerade nicht. Verstehe ich schon. Any
effort. Diese ist gesäubert. Ich gehe davon aus, dass in diese Richtung. Da sein muss. Right on. Seems like the radar is working. Are you surprised? So, hiernach werde ich mal ganz kurz neu starten. Mal gucken, ob es dann funktioniert. Weil die Aufnahme läuft ja jetzt, das ist ja alles in Ordnung. Startet einfach nochmal kurz neu. This is weird. What is? It looks like there's also a pre-recorded location on the radar. Hmm. What could it be? I don't know. Little Draka's favorite picnic spot? In that case, we definitely have to check it out. So, zurück zum Nest, an den Stiefeln herumzubasteln. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Okay. Okay, wir sind... Wie denn? Doch, wir sind jetzt wieder zu Hause quasi. Okay, ich beende wie gesagt kurz den Part hier. Beziehungsweise machen einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So. Und weiter geht es. Ich hoffe, dass das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aufnahme läuft bisher auch noch in Ordnung. What was that? Sorry, I forgot that we could drift in order to turn. Ja, ich weiß. Ich werde mal kurz betreten, ich will uns einmal heilen. Come on, give me your boots. Once I plug in these chips, they'll be like a whole new pair. I can barely figure out left from right as they are. Ich will einfach nur kurz heilen. Perfekt. Using up all the hot water. What? Could you stop using the hot water, please? Oh yeah. Sorry. Okay. Sind wir fertig geheilt? Und dann verbessern wir mal. Antigravitationsstiefel. I am gonna kill them. I swear I am gonna kill them. Are you sure you don't want to take a break, get some fresh air? No! These bloating anti-grav chips aren't the boss of me! I still don't understand what the problem is. The problem is, there is such a thing as a standard. And the Borons who designed this drone thought it might be fun to improve this standard. Except, if you take a standard and improve upon it, you get... A better standard? You get no standard at all! And so now, it looks like I have to machine these Boron chips. Just so they can fit in these bloating boots. Anything I can do to help? No. I'm okay. I'm done. What? But that was super quick. Well, yeah. When you have the right tools. I mean, since you were complaining, I was thinking that it would take a while. It's a matter of principle. Let's go. We'll see if these work outside. Okay. Ready to test these bad boys? I guess. What are we doing? Okay, follow the thread as usual, except this time we should be able to make it till the end. Okay. Hui.
Ach du grüne Neune. That's awesome. You've traveled across space, but floating a few feet above the ground is awesome? Awesomeness is very subjective, you. In any case, these boots are working. We should try them with that thread we weren't able to use last time. Do you remember where it was? The mapping module certainly does. Okay. Müssten wir doch, glaube ich, nicht da hinten, oder? Denke ich mal. Bin mir jetzt gerade auch nicht mehr so sicher. Vor allem, weil ich durch das noch nicht ganz zeige. Das, jetzt müssen wir nach da hinten. Signature move, perfect execution, 10 out of 10. Dann mal da ein. Und jetzt einmal das Ding. Hey. There we are. I feel like a whole new world just opened up. Ich glaube, in die Richtung sollten wir als erstes. In die andere kommen wir wahrscheinlich nur wieder runter. I hope we'll find what we need in this area to repair the nest. Wäre schön. Vielleicht finden wir hier auch noch neue Nahrung. Ja, jetzt küsst ihr euch. Was da hinten? Helicap. Turquoise nodulated cap, semi-resupinate, smooth margin, and hymenium is adenate. Anastomizing lamellae are conchylar with sharp and regular marginets. Short viscid stripe, flaring slightly underneath the lamellae. Subric fibrous flesh, tight under the hymenophore, yet spongy around the tubes. These are definitely Helicobacinium aplanatum. Are they good ones or bad ones? Good ones. Very good ones. Not only is Helicobacinium aplanatum edible, but it also has healing and immunostimulating qualities. Yeah. An all-in-one first aid kit. That's perfect. Let's binge on helicaps and immunostimulate our guts. Helicobacinium aplanatum? Yeah. Yeah, like I said, helicaps. Yeah, the name of the helicap. This is giving me a great recipe idea. No spoilers. Gut. Hat sich mein Wunsch ja doch erfüllt. So, ich werde jetzt aber kurz hier einmal den Part beenden und werde noch einen einzigen aufnehmen und danach werde ich mich langsam ins Bettchen verpieseln. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ja, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren und dabei die Glocke nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!